Hey Leute, wir probieren uns mal wieder durch Liquids durch, und zwar Cloudy Boy. Super Anfang. Es ist Sonntagnachmittag und ich habe ein paar Liquids zum Probieren. Das ist zunächst mal ganz cool. Problem ist momentan, ich glaube, es nähert sich eine Männergrippe und da habe ich gerade so gar keinen Bock drauf. Deswegen heute auch kein Bier, sondern Salbei-Tee. Prost. Beste Tasse der Welt übrigens. Cloudy Boy kommt aus Frankreich und werden bei uns von Cloud Vapor vertrieben. Ich setze euch keine Links, aber Google ist euer Freund. Das sind 50 ml Flaschen und ihr kippt noch 10 ml von dem drauf, was ihr wollt. Also ein Shot oder Nuller Basis oder einen halben Shot und 5 ml Basis. Auf jeden Fall kommt ihr dann auf 60 ml Liquid. Testen werden wir auf dem Glas RDA und den wiederum habe ich auf den Athena Mod geschraubt, der Athena Wood Mod. Ich habe vor kurzem Fragen zum Glas RDA bekommen, ob ich den jetzt doch benutze, obwohl mir der RDTA nicht so gut gefallen hat. Und ich muss sagen, der Glas RDA gefällt mir sehr, sehr gut. Danke fürs Abo. Habt ihr gesehen, ich habe mir einen neuen Hintergrund gebastelt. Ich fand das vorher so ein bisschen trist, weil hier ein paar Sachen rausgeflogen sind. Mein Bassverstärker war nicht mehr da. Und ich habe mir neues Licht gebaut. 6 Sorten haben sie mir geschickt und ich glaube, 6 Sorten testen wir heute auch. Ich habe normalerweise die Policy, 5 Sorten und mehr nicht. Aber eine 6. kann man einfach mal mit dazu nehmen. Es ist Sonntag. Ich greife rein. Doflamingo. Ja, ich fand zunächst, der Glas RDA sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Und er ist halt ziemlich groß. Er hat auch diese 30 oder 31 mm Durchmesser. Und das hat mir zunächst nicht gefallen. Und ich wusste auch nicht, wo ich ihn draufschrauben soll. Und dann ist mir eingefallen, ich habe noch diese alte Athena. Das ist ein Holzmod, den ich in China bestellt habe für knapp 30 Euro. Ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr zu kaufen. Und ich schraube den drauf und es sieht instant aus wie so eine alte Kohlefaserlampe. Sau cool. Das hier hat mir irgendwie direkt gefallen. Es sieht ein bisschen bekloppt aus, aber ich finde, es sieht auch einfach cool aus. In dem Setup mag ich das. Cloudy Boy Doflamingo. Die Liquids haben immer wieder unterschiedliche Zusammensetzungen. In dem Fall ist es jetzt eine 50-50 Basis. Und wir haben Nebel und ich probiere mal. Aha. Zwei Dinge fallen direkt auf. Das eine ist Litchi, das andere ist Frische. Und noch eine weitere Fruchtigkeit. Ich habe jetzt gesehen, sie schreiben hier Pfirsich. Schwer zu sagen. Ich würde sagen Litchi, Frische und ein cremiger Südfrüchte-Mix. Irgendwie so. Die Frische ist dezent gehalten. Beim ersten Inhalieren habe ich sie fast gar nicht gespürt. Jetzt spüre ich es auf der Zunge, aber es ist jetzt nicht eins dieser super kalten Liquids, sondern es ist irgendwo so in der Mitte. Das ist recht süß, aber auch hier nicht übertrieben. Und tatsächlich, ich meine, der Sommer ist jetzt vorbei, das ist ein bisschen schade, aber das ist genau ein Sommerliquid. Die Liquids kosten was um die 20 Euro und ich finde, das ist doch eine ganze Stange Geld, die man ausgibt. Ich meine, es ist jedem selbst überlassen, zumal kommt es auch immer darauf an, wie viel man dampft, oder ich kaufe mir auch öfter mal teure Liquids und dampft die eigentlich recht selten. Das ist dann halt so eine Spezialität für mich für zwischendurch mal. Und ich will da ganz ehrlich sein, mir wäre das zum Beispiel als Allday einfach zu teuer. Ich mische selbst, ich mische gerne mit Aromen und deswegen habe ich auch bei Cloud Vapor nachgefragt. Ja, wie sieht's aus? Habt ihr vielleicht auch eine Aromenreihe, die ich testen könnte? Weil ich glaube, dass es für meine Zuschauer interessanter ist, wenn ich Aromen vorstelle, als dass ich Liquids vorstelle. Ich starte mal eine Abstimmung. Was sagt ihr? Liquids, Aromen oder scheißegal? Und ja, Marcel hat mir noch eine ganze Batterie an Aromen mitgeschickt von verschiedenen Reihen, die haben. Und die werden wir demnächst auch mal irgendwann testen. Ich merke gerade, was zum Liquids-Testen ein bisschen nachteilig ist bei diesem Tröpfler ist,
da passt unfassbar viel Liquid rein und auch unfassbar viel Watte. Das heißt, da muss eine ganze Menge Liquid rein, bis die Watte, wenn sie so verlegt ist, wie sie gedacht ist, komplett getränkt sein soll. Deswegen schneide ich sie jetzt mal ein bisschen knapper ab, dass sie nicht mehr ganz bis nach unten geht, damit ich da nicht irgendwie so 2 Milliliter Zeug drin versenken muss. So, ich greife Sorbito. Na, das wäre jetzt wieder eine Frucht. Ich nehme Mokka-Pekka. Mokka-Pekka hat mehr VG als vorher. Das ist eine 30-70-Mischung. Ja, das riecht schon sehr gut nach Kaffee. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die auf ihre Mischungsverhältnisse kommen. Dass das einmal so ist und einmal so. Das wird wohl so ein bisschen pro Liquid abgestimmt, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ich probiere. Das ist gut. Das ist eine geile Mischung. Ganz kräftig gemahlener Kaffee, ganz kräftig gerösteter Kaffee. Sehr, sehr dunkel. Sehr kräftig. Aber im Aroma nicht völlig überbordend, sondern so hintendran. Und so eine Spur Milchcreme. Irgendwie so weiße Schokolade, sowas. Falls noch jemand die schwarz-weiße Mokka-Schokolade aus den 90ern kennt, das kommt sehr, sehr nah ran. Und das ist auch so ein bisschen, als würde man eine Kaffeebohne kauen. Das ist eine schöne Kombination aus herb und süß. Hier steht Mokkaccino, Vanille und Pekannüsse. Aha. Nüsse schmeckt man meiner Meinung nach zum Glück nicht irgendwie stark raus, denn das kann schnell ein bisschen ranzig werden, ist so meine Erfahrung. Pekannüsse hatte ich, glaube ich, noch nie in einem Liquid. Von daher, also ich hätte jetzt keine Nuss erraten, aber eben dieser kräftige Kaffeegeschmack, Mokka-Geschmack. Und sie schreiben jetzt hier Vanille. Ich hätte jetzt gesagt, ja, sowas, Vanille, weiße Schokolade, sowas in die Richtung, halt was Helles dazu. Also eine sehr kräftige Bitternote, die wirklich sehr gut getroffen ist, plus eine cremige Süße. Es ist super. Gefällt mir sehr gut. Das dampfe ich morgen früh zum Kaffee. Zum Thema Glass RDA gab es viele Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich freue mich echt, dass der Kommentarbereich so gut gefüllt ist und dass die Leute dermaßen mitmachen. Und es gab einige Kommentare, wo Leute gesagt haben, hey, das Glas bei der Steam Grave-Reihe dient nicht nur dem Aussehen, sondern auch dem Geschmack. Und das ist so ein bisschen verständlich, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Da geht mir so ein bisschen Licht auf, weil es ist eine super glatte Oberfläche und es bleibt halt einfach auch wenig dran haften und sowas. Es wird wenig verfälscht. Es kann quasi alles abziehen und darauf zielt es auch wohl ab. Ob man jetzt wirklich einen Unterschied schmeckt, ob es ein Glasgehäuse ist oder ein Edelstahlgehäuse, keine Ahnung, aber es schmeckt gut. Dazu muss ich auch sagen, mir fehlen momentan so ein bisschen die Vergleichsoptionen, denn Steamcrave ist die einzige Hardwarefirma, die mich momentan bemustert. Und ich brauche eigentlich nichts Neues, deswegen ich kaufe mir nur selten was. Da fehlt mir so ein bisschen der Vergleich mit dem aktuellen Standard. Aber subjektiv betrachtet kann ich sagen, der Tröpfler schmeckt Bombe. Die neue Lampe im Hintergrund ist übrigens hauptsächlich aus altem Schrott irgendwie gebaut. Oder was heißt Schrott? Aus Sachen, die noch da waren. Die Lampen an sich, das sind alte Gurken- und Marmeladegläser. Und den Baldachin habe ich gebastelt aus einem alten Bierträger. Da hat mir ein Freund zum Geburtstag so ein Meter Bier geschenkt mit verschiedenen Biersorten drin. Und den habe ich auseinander gebastelt und ja, jetzt habe ich einen Baldachin plus neue Lampen. Und dieser Freund, das ist Michael, der betreibt übrigens einen YouTube-Kanal, auf dem er Gaming-Bundles testet. Also diese Bundles, die irgendwie für Steam und so rauskommen. Ich verlinke euch den Kanal mehr unten, falls euch sowas interessiert. Ihr könnt dringend noch ein paar Abos brauchen. Als nächstes wieder eins aus der Süßigkeiten-Kollektion und zwar Popcorn. Das riecht nach uralten Salzbrezeln. Also, Mischungsverhältnis sieht für mich auch wieder nach 30-70 aus. Ja, sagt doch die Beschreibung. Und ja, wie gesagt, der Geruch ist so ein bisschen wie alte Salzbrezeln. Ich probiere mal.
Ich habe schon gelesen, was es ist. Popcorn and Salted Butter Caramel, also gesalzenes Popcorn mit Karamell. Klingt ja zunächst nach einer ganz guten Idee. Und ich schmecke auch das Karamell auf der Zunge. Ich schmecke kein Popcorn. Und was ich schmecke, haltet mich für bekloppt. Aber es schmeckt so ein bisschen nach Dosenchampignon. Nicht so gut. Das gesalzene Karamell schmecke ich durch ein Spitback. Aber tatsächlich, der Geschmack beim Inhalieren ist der Geruch von Dosenchampignons, wenn man die aufmacht. Popcorn, nee. Falls ihr das schon probiert habt, lasst mir mal bitte eure Eindrücke da. Das hier ist nichts für mich. Die Gestaltung der Flaschen finde ich ganz cool. Also, das wirkt so ein bisschen artsy, als hätte sich da ein Künstler wirklich dran verwirklicht. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen geiler Pop-Scheiß. Ich mag das. Was mir fehlt leider, ist die Angabe, nach was schmeckt's. Das steht auf den Flaschen nicht drauf. Schreibt es doch auf eure Flaschen drauf, ey. Bei einer Sorte wie Mokka Pekka kann ich mir das ja noch vorstellen. Da ist das kein Problem. Aber sowas wie Doflamingo oder auch so wie das nächste, Skyrocket. Skyrocket ist jetzt wieder eine 50-50-Mischung, wobei ich finde, dass das relativ zäh ist. Melone. Okay. Skyrocket ist Melone mit einer sehr süßen Minze. Und ich behaupte, mit zusätzlich einem ganz feinen Hauch Colada. Ja. Die Minze halt einfach noch ein Stück runterkühlt. Und das ist eine sehr einfache, aber sehr leckere Mischung. Ist tatsächlich ziemlich süß. Wer das R von SICK Berlin mag, der wird Skyrocket mögen. Die Minze ist überhaupt nicht trocken, sondern sehr. Hey, danke! Die Minze ist überhaupt nicht trocken, sondern sehr kaugummiartig. Und die Melone, sowas ist ja immer ein bisschen schwer zu definieren. Es ist eine Wassermelone drin und es ist eine Honigmelone drin, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, es ist eine super süße, überreife Melone, sondern auch die ist schön frisch. Skyrocket gefällt mir sehr gut. Mich würde ich sagen, wäre es ein Aroma, ist es ein All-Day, so kommt es morgen einfach in den Tank. Ich habe es gar nicht erwähnt, ich dampfe übrigens bei 50 Watt bei 0,17 Ohm oder so. 0,16 Ohm. Wird ein bisschen weniger sein, diese Athena. Das sind keine 50 Watt. Das sind 40 vielleicht. Dieser Mod ist so ein bisschen schwachbrüstig. Das Holz ist schon gerissen. Also, wenn ihr ihn noch irgendwo kriegt für 30 Euro, macht ihr nicht viel falsch. Aber ist jetzt kein Spitzengerät. Fällt mir gerade noch ein. Ich möchte mal wieder eure Fragen sammeln. Und ein paar haben schon mitgemacht, und zwar für gute Frage, dumme Antwort, ein Format, was ich vor 1,5 Jahren einmal gemacht habe und das ich gern wieder aufleben lassen würde. Wenn ihr Fragen habt, egal ob das jetzt irgendwie um Liquids geht, wenn es um Hardware geht, wird es ein bisschen schwierig. Ich kenne mich bei Hardware nicht so wahnsinnig gut aus. Wenn es allgemeine Fragen sind, wenn es persönliche Fragen sind, schickt mir das an pixeldiemdampft@googlemail.com und ich gucke dann, was ich beantworten kann. So, vorletztes Liquid, Don Churro. Da kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, was es ist. Oh, Churro ist so ein Fettgebäck. Ich glaube, das wird frittiert. So genau weiß ich es nicht. Ich habe bisher noch kein Churro gegessen. Ich habe nur mal welche gesehen. Und das sieht schon sehr ungesund aus. Mexikanisch oder so? Das riecht schon sehr geil. Don Churro? Oh. Würde man es mir einfach so in die Hand drücken und fragen, was ist das, würde ich direkt sagen, es ist eine Zimtschnecke. Und zwar eine extrem gut getroffene Zimtschnecke. Herr Abomat feiert, ich feiere auch. Das ist Killer. Gebäck, viel Teig, viel halbfertig gebackener oder frittierter Teig. Also so, dass er noch so lapprig wirkt.
wie das auch bei einer Zimtschnecke der Fall wäre, wo ihr auch diese Streifen habt, wo noch so ein bisschen Nussfüllung mit drin ist. Und dazu dann eine süße Zucker-Zimt-Mischung. Und das ist sehr gut getroffen. Ich nehme mal an, dass der, es ist jetzt schwer für mich einzuschätzen, da ich die ganze Zeit im selben Raum sitze, dass der Geruch sehr intensiv ist. Es hat eben schon beim bisschen Andampfen hat es sehr intensiv gerochen. Ich glaube, das ist was, das sollte man jetzt nicht unbedingt im Büro benutzen. Aber es ist saulecker. Und ich stelle die Behauptung auf, ich dampfe morgen früh zum Kaffee nicht das Mokka Pekka, sondern das Tanjuro. Wow. Ich wollte nochmal danke und herzlich willkommen an die vielen neuen Abonnenten sagen. Es sind jetzt mittlerweile über 19.000 und irgendwann gehen wir auf die 20.000 zu. Vielleicht sollte ich mir da irgendwas überlegen. Hier steht eine Suppe vor mir auf diesem Zewa. Es ist eklig. Ich sollte es mir eingestehen, das ist nicht der optimale Tröpfler, um Liquids zu probieren. Zum Testen liebäugel ich ja momentan eher mit einem Drop Solo RDA und ich glaube, ich werde mir demnächst auch mal einen holen, denn allein schon das Wattewechseln mit einer Single Coil ist halt sowas von viel unstressiger. Weiß allerdings gar nicht, ob der Drop Solo schon in Deutschland auf dem Markt ist. Das letzte Liquid heißt Sorbito. Auch wieder so ein Name. Was bedeutet das Sorbet? Ist jetzt wieder 3070 und ich probiere. Nebelt wie ein Bastard. Das erste, was mir zu diesem Liquid einfällt, ist neben dem, dass ich denke, Südfrüchte, es schmeckt sehr klar. Und es schmeckt mir sehr gut. Da sticht eine Mango raus. Vielleicht sowas wie eine Ananas. Das ist sehr lecker. Und ich kann es nicht ganz beschreiben. Es ist irgendwie sehr, sehr deutlich, sehr sauber. Sehr, ich weiß auch nicht. Sorbito ist Mango Maracuja Milk. Milk? Echt? Vielleicht sowas wie ein Shake. Mango, auf jeden Fall. Sehr reif und lecker, sehr süß. Maracuja ist jetzt für mich so die Frage. Viele Maracuja-Liquids, die ich ausprobiert habe, oder viele Maracuja-Aromen auch, schlagen irgendwann so ein bisschen, klingt seltsam, aber so ein bisschen in eine Schweißrichtung um, komischerweise. So wie wenn Menschen an einem vorbeilaufen und es riecht so ein bisschen angeschwitzt im Sommer. Das habe ich hier gar nicht. Und die Ananas, die ich vermutet hätte, könnte auch Maracuja sein. Das ist sehr gut. Und Milch? Weiß ich nicht, schmecke ich nicht. Weil ich gerade auf der Zunge schmecke, ist, ich glaube, es ist sehr süß. Das gefällt mir auch ausgesprochen gut. Sorbito wäre auch, obwohl es so süß ist, für mich auch ein All Day. Fazit. Bis auf das Popperkorn, das ich nicht verstehe. Ich kann dieses Liquid überhaupt nicht nachvollziehen, was das soll. Haben mir alle geschmeckt. Und ich werd die alle dampfen. Favorit ist jetzt ein bisschen schwierig. Don Churro ganz weit vorne. Und das sehr simple Skyrocket, Melone und süße, saftige Minze auch ganz weit vorne. Ja, aber wie gesagt, die sind für mich bis auf diesen einen krassen Ausreißer alle durchweg gut. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon. Ich werde jetzt vielleicht noch schneiden gehen, vielleicht gehe ich aber auch einfach nur pennen. Ich bin echt ziemlich kaputt. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Denkt dran, schreibt mir eine Mail an pixeldiemendampf@googlemail.com. Guckt das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank für die neuen Abos. Wenn ihr das noch nicht getan habt, lasst doch ein Abo da. Daumen hoch, runter wäre super von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.